Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr so einen Bedwars Item Spawner bauen könnt. Und ja, das funktioniert mit allen Gegenständen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel schon Ziegel gebaut oder hier auch mit Gold. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das baut. So, man braucht als allererstes so eine Fläche, 2 Blöcke tief, 6 Blöcke lang und hier 2 Blöcke breit und hier noch so was Kleines. Und ja, ich habe jetzt hier Eisen genommen, also Eisenbarren und Eisenblock. Ihr könnt auch meinetwegen andere Items nehmen. Wie gesagt, das ist bei allen gleich. Und ja, ich baue hier erstmal so einen Trichter hin und da einen Trichter. Und jetzt muss man so in so eine Hocke gehen, weil dann kommt eben nicht das, weil dann kann man so bauen. Und ja, also jetzt zeigt das hier so beides aufeinander. Und dann nimmt man hier einen Redstone Comparator. Den tut man dann so hin und so hin. Dann nimmt man einen Block nach eurer Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal einen Eisenblock. Und dann nimmt ihr hier Redstone. Ihr seht schon, das ist alles sehr symmetrisch. Macht ihr da einen Kolben hin und da einen Kolben hin. Hier einen Redstone-Block. Und dann zu guter Letzt noch ein Spender, der nach da zeigen muss. Und ein Werfer, der nach oben zeigt. Und ja, da habt ihr schon fast alles geschafft. Da müsst ihr nämlich hier erstmal alles abdecken. Also ich nehme hier erstmal hier dieses Rasen. So. Aber das hier muss offen bleiben. Denn hier müsst ihr jetzt noch eure Items reintun, weil sonst kommt nichts raus. So, und ja, da müsst ihr hier auf diesen Werfer noch einen Eisenblock tun, damit die Leute wissen, aha, da kommt Eisen raus. Und hier müsst ihr jetzt einen Timer einstellen. Ihr könnt es zum Beispiel einstellen, dass jede 10 Sekunden ein Block rauskommt. Dann müsst ihr nämlich 20 Blöcke reintun, weil 2 Blöcke ist gleich 1 Sekunde. Und ich nehme es einfach mal zu Test 5 Sekunden, also 10 Blöcke. Tut man rein und schon geht es los. Und dann wartet man kurz. Das dauert immer am Anfang eine Weile, aber dann nach ein paar Minuten geht das schon. Da haben wir schon den ersten Eisenbarren. Und ja, da kommt jetzt immer nach bestimmter Zeit mehr Eisenbarren raus. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ihr mehr so welche Tutorials sehen wollt, dann lasst mal ein Like da. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.